Hallo, ich bin die Katja von Bobs Garage. Heute zeige ich euch mal, wie ihr eure Fahrräder einfach auf dem Anhänger oder in dem Anhänger transportiert. Dabei ist es egal, ob es ein oder mehrere Fahrräder sind. Dabei basiert alles auf dem Grundprinzip, dass wir unseren Kugelbolzen und unsere Buchse fest verbinden. Also, wie das jetzt bei einem Kastenanhänger oder mit einem Bordwandanhänger ausschaut, das gucken wir jetzt genauer an. Grundsätzlich funktioniert es jetzt so, dass wir unseren Kugelbolzen an der Bordwand, also an der Seite, befestigen müssen. Der Kugelbolzen hier ist jetzt verschiebbar, je nach Höhe des Rads. Und um das Profil hier zu befestigen, nutzen wir unsere neueste Entwicklung. Das ist unsere Bordwandklemme. Die ist aus Massivstahl und hat raffinierte Funktionen, ist komplett verstellbar, somit eben für verschiedene Bordwandhöhen und Formate einsetzbar. Dann brauchen wir die Halterung an sich, den Bikeholder an sich. Das sind diese Komponenten, das sind auch in Baukastendenken und kann zusammengesetzt werden, je nach Format des Fahrrads. Und wir brauchen am Boden die Fahrradschienenbodenplatten. Das ist die Einheit, was wir auf den Boden legen und darauf die Räder führen. Aber jetzt bauen wir es mal ein und dann seht ihr, was ich meine. Gut, dann geht es jetzt mal los mit den Bodenplatten. Wie ihr seht, die sind stapelbar und somit auch gut wieder zu verstauen, wenn ihr die nicht braucht. Die werden jetzt hier idealerweise auf einem Anti-Rutsch-Belag eingelegt. Wir wollen das Rad jetzt hier vorne platziert befestigen, legen also damit hier die Platten aus. Die werden mit den Metallclips verbunden, somit sind die dann ein fester Verbund. So. Und dann geht's los. Als nächstes setzen wir jetzt diese Edelstahl-Bordwandklemme an, um unser Profil seitlich zu befestigen. Wir wollen das Rad hier vorne positionieren, haben wir gesagt. Dazu setze ich die da mal auf. Hab hier dieses Alu-Profil, setze das mit dazu ein. Drehe die hier anhand der Hebel einfach fest. Da ist eine Druckfeder drin, das spannt dann alles. Wie ihr seht, es geht ganz einfach, da braucht man keine große Gewalt. Das ist normales Festdrehen und dann könnt ihr die Kipphebel hier auch noch fertig verstellen. Das ist schon mal die feste Basis, unsere Andockstelle und jetzt wird das Fahrrad befestigt. Jetzt holen wir noch unser Radl, auf das kommt es ja an. Das fahren wir jetzt mal ganz komfortabel hier über unsere Bobs Garage Auffahrschiene in den Anhänger, auf den Anhänger, auf unsere gewünschte Position. Das passt schon ganz gut. Ich lehne mir das jetzt hier kurz an, nehme jetzt mal die Halterung. Das ist ja unsere Doppelklemme, die am Rad angesetzt wird. Und diese zusammengesetzten Elemente der U-Max-Halter, das ist unsere Halterung. Setzen das hier mal ein. Ihr hört, es rastet ein. Ich arretiere hier und befestige hier, drehe zu. So, ihr habt das erste Rad so befestigt. Das wäre jetzt so okay. Wenn wir jetzt ein zweites Rad befestigen möchten, docken wir hier direkt das nächste an. Hier kommt wieder ein Kugelbolzen dran und das nächste Fahrrad. Dann nehmen wir jetzt das zweite Radl mit dazu. Dann nehme ich wieder die komfortable Auffahrschiene. So. Ich habe jetzt hier einen leichten Versatz der Lenker, das ist klar, das passt auch gut. Achte hier jetzt auf die Position der Pedale, um so nah als möglich auch zusammenzukommen. Wir können hier die Abstände ausgleichen, alles immer anhand von diesen U-Max-Halter. Ich mache wieder meine Klemme dran, setze das mit dazu und docke jetzt das zweite Rad an.
arretiere und befestige. Und damit ist es schon mal fest positioniert. Zur Absicherung nutzen wir einen Zurgurt. Die Räder selber sind jetzt super befestigt. Und jetzt geht es noch einmal um das Absichern. Das machen wir mit einem Zurgurt. Praktisch ist so eine Gurtbox. Ich spanne die einmal ab. Das ist wichtig auf dem Anhänger, weil der ist ja nicht gedämpft. Und von daher haben wir doch die Schläge von der Straße. So. Einmal festratschen. Und da sieht man, wie sich das alles super befestigt. Bodenfest, ihr könnt losfahren. Dann gehen wir jetzt mal von der anderen Ladesituation aus. Wir haben jetzt hier einen Anhänger von der Firma Städele. Der ist 2,50 Meter lang, ist ein hochwertiger Anhänger. Prinzipiell ist es aber egal, was für einen Anhänger ihr nutzt, wenn wir eine Bordwand haben. Wir gehen jetzt mal von der Ladesituation aus, das Fahrrad ist nicht ganz vorne, sondern irgendwo frei auf der Ladefläche. Jetzt zeige ich euch, wie es geht. Wir fangen wieder an mit der Bordwandklemme und setzen die an. An gewünschter Position. Bauen dann das Profil ein oder stellen das Profil ein und nutzen jetzt die Schiene in waagrechter Position. Nicht wie vorher senkrecht, sondern jetzt waagrecht. Setzen das auch mit an. Das geht alles werkzeuglos. Ihr habt hier hinten praktische Schrauben, so Sternschrauben zum Drehen. Könnt es jetzt in der Höhe entsprechend positionieren, wie es bei euch dann passt. Wir machen natürlich unsere Klemme fest. So. Positioniere die nach unten und habe jetzt die neue Befestigungsmöglichkeit an Dockstelle für die neue Situation. Also wir holen das Rad dazu. Fahren Sie über die Aufwaschschiene. Okay, ich lehne mir das wieder an. Und jetzt kommt das Zusatzteil dazu, das ist der Dreipunkthalter. Der befestigt sich mit zwei Punkten an der Seitenwand. Wir setzen den jetzt mal richtig ein. Andocken und arretieren, leicht arretieren erst. Und dann, wie vorher auch, haben wir wieder die Klemme, die Halterung fürs Fahrrad selber. Setzen die an. Ich nutze die jetzt in der Richtung. Vorher war es mal in der Richtung. Ihr seid da frei, wie es bei euch passt. Wir docken an, arretieren und drehen hier die Doppelklemme fest. So. Alles checken. So, schaut mal, wie das hält. Also wie ihr seht, das Fahrrad ist so bombenfest. Ihr könnt hier jetzt das zweite Fahrrad wieder genau gleich parallel nebendran positionieren und auch andocken. Am Ende ist wichtig, dass ihr noch einen Zurgurt zur Sicherung nutzt. Und dann kennt ihr jetzt alle Optionen. Macht den Anhänger voll, egal ob vorne, hinten, rechts, links. Viel Spaß! Jetzt sind wir mal in einem ganz anderen Anhänger. Das ist jetzt ein Kastenanhänger aus Holz mit hoher Bordwand. Und wir haben ja gesagt, es ist ganz gleich, wo wir diese Klemme befestigen. Wir sind in der Positionierung frei. Und weil die Bordwand jetzt hoch ist, reicht uns auch ein kurzes Profil mit einem festen Kugelbolzen, was wir im Gesamten auch wieder in der Höhe nochmal passend einstellen können. Und dann ist es wie gehabt, unsere Doppelklemme mit der Fahrradhalterung. Wir docken das Rad an, arretieren und befestigen die Klemme. Wir sind hier vorne jetzt an der Bordwand und damit ist es schon befestigt. Und ihr sichert jetzt noch mit einem Zurgurt und los geht's. Jetzt geht es um die Fahrradbefestigung im Kofferanhänger. Da ist wichtig, welche Beschaffenheit hat unsere Seitenwand. Die ist jetzt hier
aus Holz, da kann man natürlich idealerweise anschrauben, kleben und anschrauben. Es gibt viele Kofferanhänger, die aus der Sandwich-Bauweise sind oder mit der Sandwich-Bauweise. Hier ist es empfohlen zu kleben und Spreiznieten. Und eine ganz hochwertige Variante ist dann der Monopan. Auch da gilt es, kleben und mit der Spreizniete zu arbeiten. In ganz vielen Kofferanhängern habt ihr ja bereits schon Schienen eingebaut. Häufig sind es die sogenannten Airline-Schienen. Und in diese Airline-Schienen haben wir auch wieder den entsprechenden Kugelbolzen. Weil wir brauchen ja wieder unsere Andockstelle seitlich, um daran anzudocken mit unserem Bikeholder. Falls ihr kein System verbaut habt, könnt ihr unsere Wandschiene hernehmen. Auch die ist wieder mit dem stufenlosen Verstellen vom Kugelbolzen. Und die wird an 8 Stellen angenietet oder angeschraubt und zusätzlich verklebt. Hier haben wir jetzt die ganz einfache Version, und zwar haben wir die Wandschiene angebracht und wollen das Rad so nah als möglich jetzt an der Seite positionieren. Wir haben den Lenker gedreht dafür, das spart natürlich viel Platz. Wir haben jetzt unten die Bodenplatten liegen. Wir können das Rad hier jetzt bis vorne an die Wand fahren, haben unsere Halterung hier, docken das Rad an, befestigen das. Und wir haben jetzt die Idee, hier in der Mitte noch einen Roller zu transportieren und könnten auf der anderen Seite dann noch ein weiteres Fahrrad transportieren. Jetzt haben wir mal einige Standardsituationen kennengelernt, auf dem offenen Anhänger oder hier im Kofferanhänger. Wie ihr seht, das System passt sich euren Anforderungen an. Wenn ihr jetzt aber noch mehr Fahrräder transportieren möchtet, nehmt gern Kontakt zu uns auf, auch da haben wir eine Lösung für euch.